Hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier aus Far Cry Primal. Wir haben ja unseren kuscheligen Bären, den haben wir momentan ein bisschen weggeschickt. Und hier war doch irgendwas zu tun. Ah ja, genau. Oh, was ist das denn da? Affe. Aha. Achso, nur dass das Tierchen das. So, da. Wenn ja Rettung. Ne, möchte ich eigentlich nicht machen. Das haben wir auch alles. Da unten ist auch noch ein Lagerfeuer. Wir werden jetzt halt das machen. Ne? Und werden uns darum kümmern, das Ganze da. Fuck, da sind so viele von den Gegnern. Da hinten ist anscheinend auch irgendwas. Okay. Südstein kann ich gebrauchen. Ich verstecke mich mal hier dahinter. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, hier war doch irgendwas mit dem einen. Ja, Südstein, ja, 12 Stück noch. Puh, das ist noch eine ganze Menge. 12 Stück. Wir müssen gucken, weil hier waren letztes Mal diese komischen blauen. Da unten hatte ich auch eben schon wieder welche gehört. Das heißt, die werden sich hier noch rumtreiben. Ich möchte eigentlich ungern als Frühstück für die Enten. Oder Sklave oder was auch immer. Habe ich wenig Bock drauf. So, hier vorne muss es sein. Ah ja. Hier ist es also. Komisch schaut. Nun gut. Ja. Fliegen lernen, okay. Wer bist du denn? Hallo. Autsch. Arme Fledermaus. Winja. Kushawi Warha? Urki-yi-shwata-kwati-patashta! Winja! Alter, du musst durch, Mann. Uapatash, Fupausikon! Das ist ein bisschen irre, ne? Uapatash! Urki-shawi-wapatash-wala-dus-dus! Urki-san-patra. San-patra? San Pupausan Patra! Ta! Tapu Buddha Kuala! Tapu Buddha Kuala! What's your weirdo? Urki Sakui Hapatra Daha! Ta Urki Patash! Er wird um ihn fliegen, ah ja. Ta Urki Patash! Urki Sakui Hapatra Daha! To Urki Patash! To Urki Patash! What the fuck? Also. Ein Freak nach dem anderen kommt zu uns ins Dorf. Das ist da der Burner. So, wo sollen wir denn hin? Da hinten. Gucken wir mal. Ah, kann ich nichts mit anfangen. Sehe ich von hier aus denn einen, irgendwelche von diesen fiesen, fiesen Typen? So. Hier hinten waren sie auf jeden Fall irgendwo, aber oh, ja, da sind sie. Alter. Das sind auch welche. Warum sind die denn hier überall? Das verstehe ich gar nicht. Wir schwimmen mal so ein bisschen weiter weg, damit ich dann Ruhe, Zeit habe. Hier hinten zum Beispiel. Ah, hier oben ist oft. Ich hätte irgendwas gebissen. Wahrscheinlich einer von diesen Beißerfischen. Naja. So, und wo soll ich jetzt hin? Hier, was soll ich da? Jage und häute Tiere für Urki. Okay. Machen wir dann mal hier drüben auf der Seite, würde ich sagen. Irgendwelche Tiere. Ja, ich denke, das wird das, was er braucht. Achso, Schildkröte auch, okay. Finde ich gut. Rabe und ein Beißfisch. Ah, da kommt einer. Wie mache ich denn so einen Beißfisch platt?
Das ist jetzt mal echt so eine Frage, ne? Wie mache ich einen Fisch platt, der nur im Wasser ist? Mist, ey. Wie soll ich den platt machen? So, das auch nochmal. Kann nicht schaden. Oh, Schneevogelfedern, genau. Na komm schon, kleiner Schneevogel. So. Ich glaube, wir müssen das irgendwie mit einem Köder machen oder sowas, oder? Ja, aber ich kann sonst nicht angreifen hier unter Wasser. Dieser Fisch ist mir überlegen. Da ist auch ein Rucksack oder sowas. Ich sehe keinen Fisch. Gehen wir mal zu dem Rucksack. Ja, da kommt dieser Beißerfisch, okay. Jetzt kann ich den direkt angreifen. Oh, oder? Nee, kann ich nicht. Mann, das ist doch kacke. Da ist auch einer. Aber der markiert die nicht. Ich verstehe echt noch nicht, wie das funktionieren soll. Mist. Toll. Jetzt haben die mich da hinten entdeckt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich einen Beißerfisch kriegen soll. Also das muss mir nochmal einer erklären, wie das dann funktioniert. Ob ich dann irgendwie eine Graubkatze drauf losschicken soll? Da hinten schwimmt einer an der Oberfläche. Ja, den habe ich. Sehr geil. Ach. Super. Wo ist denn mein Beißerfisch jetzt hingesunken? Ach, da ist er. Ja, ich weiß. So. Ja, gar nicht so ohne, ne? Also, wo ist da richtig Schweine haben hier? Gott sei Dank brauchen wir nur einen einzigen. So, ein Raben. Und eine Schildkröte. Schildkröte war hier vorne. Au, ah! Warum macht er denn einen Körper? Trottel. Was ist das? Schildkröte. Komm schon, los. Sehr gut. So, und wo haben wir jetzt einen Raben? Ich habe hier einen gehört gerade. Da oben. Toll. Lass doch mal was. Hier ist noch ein Rucksack. Das ist jetzt echt so ein bisschen doof, möchte ich sagen. So ein bisschen. So ein ganz klein wenig. Hammer? Boah! Meister. Oh nein. Ah, schon wieder voll auf dem Stein drauf. Das gibt doch Kopfschmerzen. Ach, Hoshi, dann müssen wir mal üben. Würde sagen, das war ein geiler Schuss. Sehr schön. Haben wir jetzt alles? So, genau. Jetzt müssen wir zurück zu ihm. Zu Yoshibake. Juhu. Ja, jetzt war schon okay. Jetzt durfst du mal einen Körper machen. Er mag Körper machen. Es ist in Ordnung. Wenn ihm dabei einer abgeht, soll er das machen. Ich will ihn daran nicht hindern. Jetzt haben wir da oben hin. Er will jetzt echt von da fliegen, ne? Was ein Trottel. Ich glaube, diesen Verbündeten haben wir nicht lange. Schnell hoch. Bevor die anderen ankommen. Hey, kommt mich mal, schon bin ich weg. Tschüssikowski. So. Die
Wir wollen es echt wissen, ne? War hier nicht noch irgendwas? Na, guck mal, da war noch was. So einen ganz schmalen Weg. Vielleicht haben wir Glück. Und das ist hier irgendwo. Kann ja sein. Anscheinend ist es aber nicht der Fall. Da ist runter, möchte ich eigentlich auch nicht. Sieht nicht so einladend aus. Oh, vorsichtig. Vorsichtig, mein kleiner Freund. Vorsichtig. Oh. So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ach ja, hier kann man noch weiter hoch, oder? Kann ich hier weiter gucken? Ah, hier anscheinend. Ups, ups. Hat sich aber eine tolle Stelle ausgesucht, ne? Ja, ja. Von hier aus komme ich jetzt aber nicht zu ihm. Dann müssen wir da doch dann die eine Stelle hochgehen, glaube ich. Naja, war ja die Markierung. Dann versuchen wir uns dann von oben abzuseilen. Ich denke, das ist ja die einzige logische Alternative, die wir da haben. So. Puh. Noch eins höher oder können wir... Ne, hier müssen wir noch eins höher. Okay, jetzt ist er hoch. Und vor allem, jetzt haben wir ihn gefunden. Er versucht zu fliegen, bricht sich das Genick. Boom. Verbündeter verloren. Verdammt. Ich glaube, ich hätte RT loslassen sollen. Verdammt, was ist hier los? Leute, kommt schon. Ist doch nicht. Hallo? Hä? Das muss ich gerade nicht verstehen, oder? Warum er jetzt hier gar nichts so macht? Ach, endlich. Erschrecklich hier. Glücksspiel, ob du überlebst oder nicht. Ja, richtig Abenteuer. Ja. Ich hoffe, von hier aus schaffen wir es jetzt darüber. Sieht mir ja fast so aus. Oh, ja. Scheiße, 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 scheiße. Oh, fuck. Ist da hinten nicht vielleicht eine Möglichkeit, irgendwie da hochzukommen? Ich versuche mal hier hinten. Ups. Irgendwie von hier aus. Oh, da sind wieder welche. Kann ich das wieder plündern? Oder kann ich mich da... Nee, da drin verstecken auch nicht. Hier gibt's auch... Es muss irgendwie von da hinten aufgehen, glaube ich. Wir schleichen hier mal so schnell lang. Immer schön unten am Boden lang. Hier ist auch nichts. Ah, ich wette, da hinten geht's irgendwie hoch. Ganz easy peasy. Wir haben uns jetzt voll hier einen Ast abgebrochen. Ah ja, guck mal hier. Hier ist schon. So einfach. Wir haben ja voll die epische Kraxelaktion rausgemacht. Ja, es ist halt hier, kriegst du einiges geboten für dein Geld, was ihr mir nicht gebt. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. So. Mal gucken, mit dem bisschen, was wir haben, ich weiß ja nicht, ob er da fliegen kann. Fast. Wir haben eine Feder von einem Raben oder sowas, ne? Und Schildkröte. Okay. Das will ich sehen. Hm? So, mit zwei Federn kannst du jetzt fliegen, ja? Du hast Dorsch, Urki Shawi Wapatash. Das Urki Shawi Wapatash. Er will mit echt diesen beiden Dingen jetzt fliegen. Du hast Dorsch. Ach so, die Schildkröte hat er jetzt einen Helm draus gemacht. Okay. Und jetzt hat er Stöcker, mit denen er fliegen will. Okay, warum nicht?
Freak, ey.